Willkommen zu einem weiteren Videotutorial auf Kaufaufrechnung24.com. In diesem Video geht es um die neue Zahlungsmethode Barzahlen. Was ist Barzahlen? Barzahlen.de bietet dem Onlineshopper die Möglichkeit, seine gekauften Produkte ohne Angabe von Bank- oder Kreditkartendaten zu bezahlen. Und so geht's. Legen Sie die gewünschten Artikel in den Warenkorb des Shops und wählen als Zahlungsmethode Barzahlen. Daraufhin können Sie sich einen Zahlschein ausdrucken oder sich alternativ ganz bequem eine SMS mit Ihrem persönlichen Barcode zusenden lassen. Nun gehen Sie damit zu einem Barzahlenpartner in Ihrer Nähe. Zum Beispiel sind DM-Märkte Partner von Barzahlen. Alle Partner finden Sie auf der Seite von barzahlen.de. Nun zahlen Sie die bestellten Artikel, ganz wie im Supermarkt. Der Shop erhält eine Benachrichtigung und Ihr Paket wird versendet. Die Vorteile von Barzahlen liegen auf der Hand. Da keine sensiblen Bankdaten übermittelt werden, schützt man sich vor Kreditkartenmissbrauch, wie zum Beispiel durch Phishing oder Betrug. Aus diesem Grund fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie dieses Unternehmen. Außerdem müssen Sie weder registrieren noch zahlungsrelevante Angaben machen. Nicht nur, dass diese Zahlungsmethode zügig in der Abwicklung ist, Sie können auch zum Beispiel Ihren wöchentlichen Einkauf bequem mit der Bezahlung der Online-Rechnung verbinden. Zu den Nachteilen zählen, dass Sie extra, um die Zahlung abzuwickeln, einen speziellen Partner aufsuchen müssen. Dies kann in nicht so dicht besiedelten Regionen ein Problem darstellen. Natürlich sollte man auch hier nicht den Zeitaufwand vergessen. Sollten Sie mit der erhaltenen Ware nicht zufrieden sein, senden Sie das Paket per Retour zum Anbieter zurück. Sie erhalten per Mail einen Auszahlungsschein und erhalten beim örtlichen Barzahlpartner Ihr Geld bar auf die Hand. Sie sehen, auch die Retour ist ein wenig umständlich, da Sie einen Partner aussuchen müssen. Hoffentlich konnten wir Ihnen mit diesem Video die Zahlungsart barzahlen.de näher bringen.